Hallo und willkommen zurück zu Genso Ningyo Envu. Jo, wir hatten noch nicht alle verkloppt, die hier so noch rumstehen. Deswegen gehen wir hier noch lang. Schauen, was es hier so gibt. Offensichtlich nicht viel. Gibt's hier überhaupt irgendwas? Irgendetwas außer Wiggle? Wiggle, was willst du von mir? Weiche von mir. Weiche von mir. Und hier ist wirklich gar nichts. Wow. Hier ist einfach mal original gar nichts. Und immer noch dieselben Encounter wie vorher. Einen nehme ich noch mit. Mistia. Ja, kann ich auch ein bisschen trainieren. Damit Rika schön Anschluss findet ans Team. So, und die anderen kriegen dann auch noch ein paar Erfahrungspunkte extra. Nice, 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 nice. Sehr gut, dann können wir jetzt endlich hier. Ich suche nach einem Weg, meine Bücher zurückzubekommen und wurde von einem Menschen gefunden. Ich muss mich beeilen und das schnell beenden. Warum? Auch immer. Okay, müsst ihr. Oh, süß. Das ist ein leichtes Ziel eigentlich. Sehr gut. Natürlich überlebst du das. Und gabst mit Musik an. Tja. Müsst ihr besiegt und es kommt als nächstes natürlich. Und ich bin trotzdem, ja, jetzt bin ich auf einmal schneller als alle Gegner. Das ist natürlich sehr effektiv. Und das bringt dir gar nichts und das war's mit dir. Sehr gut gemacht, Rika. Das dürfte ein Level abgeben. Hoffe ich. Ja, und sogar einen neuen Skill. Na, ich habe verloren und ich. Ja. Ich kann das nicht wirklich gut finden. Ein neuen Skill, ein neuen Skill. Was hast du denn? Mindtrap. Ja, super. Wertlos. Das ist total wertlos. Teil noch mal deine Süßigkeit mit mir. Und jetzt quatschen wir erstmal. Willkommen. Oh, du bist das Kind von den Gerüchten aus der Zeitung. Bist du hergekommen, weil du irgendwas von mir brauchst? Ah. Also hast du damit begonnen, herumzureisen und den Vorfall zu untersuchen? Das klingt ziemlich anstrengend. Ah, ich weiß. Ich gebe dir dieses super tolle Fahrrad. Ich bin mir sicher, dass es dir sehr nützlich für dich sein wird auf deinem Abenteuer. Nun, wenn du mir einen kleinen Gefallen tust allerdings. Da ist ein Mädchen namens Alice im Wald der Magie da vorne. Ich möchte, dass du ihr dieses Paket bringst. Das sollte ungefähr genauso lange dauern, wie ich brauche, um das Fahrrad für dich fertig zu machen. Sollte also die Zeit totschlagen. Außerdem, Alice ist die beste Person, wenn es ums Thema Puppen geht, weil sie kennst du ja auch, sie ist voll die Puppenspielerin und so. So, das sollte, also sollte das alles in allem ein wirklich guter Deal für dich sein. Yay, wir haben das Paket von Alice. Dann überlasse ich das dir. Und stell sicher, dass du das zu ihr bringst. Wenn du dich vorbereiten willst, dann benutzt ruhig hier das Gedöns, was du hier findest und so. Ich habe einige
gute Sachen hier für deine Puppen. Sei vorsichtig und verirr dich nicht im Forest of Magic. Ja, das Haus von Alice ist im Westen vom Wald. Musst du dich erst vorbereiten? Ja. Das Magical Fragments verkaufe ich nicht mehr. Die sind nämlich, glaube ich, tatsächlich noch irgendwann nützlich. Aber das restliche Zeug ist Geld. Was hast du denn im Angebot? Focus Attack Skills. Spread Attack. Oh, Lars, was will denn das? Ja, sehr praktisch. Wow. Krasse Sache. Alter. Du hast nettes Zeug, Kollege. Aber auch ein bisschen teuer. Alles klar. Und da sind sie weg. Da haben sie ihren Karren während des kurzen Gesprächs einfach den Karren mal irgendwohin verfrachtet. Und wir sind da im Wald der Magie. Die einzigen Charaktere, die es hier zu finden gibt, sind, soweit ich das mitgekriegt habe, ja, hauptsächlich die drei Feen sind hier zu finden. Also Luna, Star und Sunny. Und ich meine, das war es dann auch so ziemlich. Also viel mehr habe ich hier nicht gefunden. Noch. Du bist so dumm. Sunny, du dummes Miststück. Lass mich hier fälligst abhauen. Ein Mensch, ich versiegel dich. Hä? Es funktioniert nicht. Warum? Tja, ja, ich, bei mir funktioniert das nicht. Ich bin zu awesome. Heyo. Och, du willst ein paar Streiche spielen. Ist aber nicht nett. Und ich finde die Feen irgendwie voll süß. Diosei. Hallo, Diosei. Ich bin ganz lieb zu dir. Ich fackel dich jetzt ab. Playing with fire. Und nochmal, Spiel mit dem Feuer. Ja, jetzt natürlich ein Critical. Den hätte ich vorher gebraucht. Und, Cherno. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Rückzug, Rückzug. Auf Yuko. Soul Walking einsetzen und Cherno umhauen. Au. Greif mich nicht an. Sehr gut. Cherno besiegt. Und wow, Level up. Nein, ich möchte nicht, dass du mir Streiche spielst. Ich wollte doch irgendwas. Ach ja, ich wollte mal nachschauen. Focus Attack, dein Spread Attack ist mal deutlich höher. Aber dein Focus Defense ist auch hoch. Okay, Spread Attack. Das ist richtig gut bei dir. Und Hammer Throw ist aber Focus. Okay, Hammer Throw ist Focus Attack. Oh ja. Okay. Aber auch Stärke 70. Und das ist Spread. Das heißt, Playing with Fire sollte wahrscheinlich alles in allem mehr Schaden machen. Also sollte ich das verwenden. Außer natürlich, meine Standardattacke ist sehr effektiv. Und dieser Force of Magic ist übrigens riesengroß. Möchte ich nur mal anmerken.
Ja, das stimmt wohl. Jeder kann mit Puppen kämpfen. Norma. Du heißt wie eine Discounter-Kette. Finde ich interessant. Und Feuer gegen Feuer. Nein, Feuer gegen Feuer ist albern. Feuer gegen Feuer ist albern. Au, du kleines, mieses Viech. Okay. Nein, Yuko. Shen, töte Sunny, das kleine Bückstück. Sunny, ich mag dich nicht besonders. Ja, ist logisch, ne? Wer war das jetzt? Du hattest einen neuen Skill. Nicht die Stats. Skill. Void. Na, brauchst du nicht unbedingt. Und Yuko wurde geplättet. Wir gehen uns natürlich heilen. Ja, ich mag von den drei Feen eigentlich nur Star. Ganz gerne. Also Star mag ich, aber Sunny und Luna sind... Ja, die sind ganz okay, aber mehr auch nicht. Okay. Nach der Hälfte des Parts sind wir sehr weit gekommen. Na, ich hasse es, wenn es in großen Gebieten mehrere Wege gibt. Hey, Star. Ich würde dich ja fangen und so, aber ich habe herausgefunden, sie ist nicht wirklich brauchbar, meiner Ansicht nach. Also nicht wirklich stark. Ah, wir haben Schutz gefunden. Er hat die gleiche Funktion wie Schutz in Pokémon. Hält uns für eine gewisse Anzahl von Schritten die Random Encounter vom Hals. Und ich muss battlen. Mit Star, natürlich. Natürlich erstmal mit dem Wasser. Gegner vom Typ Wasser stellen tatsächlich noch eine Bedrohung da. Ich bräuchte halt echt mal Nur im Team. Weil die ist vom Typ Elektro, soweit ich weiß. Und es sollte dann gut funktionieren. Ja, doch, das sollte gut funktionieren. Denn im Moment habe ich gegen Wasser nicht so viel zur Verfügung. Weil zwei von meinem Team sind anfällig gegen Wasser. Nämlich Nasrin wegen des Bodentyps und... wie heißt sie? Rika wegen ihres Feuertyps. Luna one-hitted und Sunny. Sunny. Bam. Sehr gut. Und Shen ist doch wirklich gar nicht mal so schlecht. Welche mein Favorit ist, ja, schwer zu sagen. Also in diesem Let's Play ist es wohl anscheinend Yuko. Und warum ist hier nichts? Nicht mal ein Item oder so. Wenn ihr euch schon die Mühe macht, hier solche versteckten Winkel und so zu erschaffen, dann wäre es cool, wenn ihr auch da irgendwas hinlegt. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass dieser Wald über mehrere Screens ging. Das wundert mich gerade. Nein, wirklich, das wundert mich. Wer bist du eigentlich? Ob ich die Stirn und die Arme gesehen habe? Nein, nicht wirklich. Nee, habe ich nicht. So, geflüchtet.
Und hier ist natürlich nichts hier oben. Was sollen die ganzen Wege, wo nichts ist? Das ist nicht nett. Willkommen. Ja. Die Puppet Liberation Front hat hier offensichtlich eine Basis oder so. Och, Tscherno. Warum? Warum? Von allen möglichen Gegnern ausgerechnet Tscherno. Ich finde die Musik immer noch total klasse. Yuyoko. Und ich mag Yuyoko's Lächeln immer noch. Sieht so fröhlich aus. So. Ja, ich mache unbedingt nur im Team. Für den Elektro-Typen. Dann würde ich mal was gegen den Wassertypen parat haben. Jo. Man kann zwar beitreten, aber es gibt dann nichts, was man tun kann. Warum denn immer die vom Gegner vom Typ Wasser? Opal Herpin. Das war nochmal was? Void Moves. Light Moves. Nicht hilfreich. Nicht hilfreich. Zumindest im Moment noch nicht. Ja, wir haben niemanden mit dem entsprechenden Typen. Das Gras werde ich umgehen, weil wie gesagt, hier finden wir die drei Feen. Alice, warte, warte. Oh. Okay. Und du sagst einfach mal gar nichts. Und das wird der letzte Battle für den Pfad. Luna. Bringt es was, dir einen Hammer entgegenzuschmeißen? Ja, das bringt sogar was. Sehr gut. Und mach mal Luna. Sehr schön. Ach, Rika, du bist echt viel zu langsam. Das ist nicht gut. Ja. Dann mache ich aus dir eventuell so einen kleinen Tank. Okay, wenn du das getan hast, dann ist das sehr schön für dich. Und nochmal Luna. Wenn Luna auf Level 10 wirst du doch wohl schaffen, oder? Ja. Sehr schön, Rika. Das machst du sehr gut. Level 17 mittlerweile. Du darfst dann auch mal... Na, nein, 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 noch nicht. Und jetzt habe ich wieder zwei Wege zur Auswahl. Das mag ich nicht so gerne. Hm. Ja, von wegen zwei Wege. Wohl eher 10 Wege. Oh, ich hasse das. Ich habe Gebiete gerne linear. Nein, ich mag es überhaupt nicht, wenn ich verschiedene Wege zur Auswahl habe und dann nicht weiß, wo ich hin muss. Ich kann mich doch so schlecht entscheiden. Ja, Alice ist eigentlich ganz nett. Und wir sind da bei Alice. Sehr schön. Gut. Ein schönes Haus hat sie übrigens. Aber wir betreten das Haus von Alice erst im nächsten Part. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.